Ah, der Dennis. Was geht? Ja, bist du bereit zum Sporteln? Ja, sicher, Alter. Wo geht's hin? Just Fit, FitX. Ja, oder gleich zum McFit im Schritt, oder was? Nee, Dennis. 15 Euro für so ein bisschen Training. Das ist Wucher. Wir machen ein Homeworkout. Allmann beim Workout. Schön. Partner-Workout mit meinem Bestie. Warum bin ich hier, Alter? Hat irgendwie was, ne? Du bist mein Rücken, ich bin dein Rücken. Wie so eine kleine Großfamilie. Digga, Alter, das ist mir echt zu schwul hier. Was? Das ist eine wundervolle Partnerübung, ja? Die schafft gegenseitiges Vertrauen, Nähe, super für die Beine. Digga, was für Beine, Junge? Ich trainiere keine Beine. Ja, das sieht man auch. Ja, Disco-Pumper, klassisch hier, Prototyp, ne? Oben hui, unten pfui. Digga, Alter, ich geb dir gleich pfui. Was ist denn los, Dennis? Total aggressiv. Was du brauchst, ist das hier. Was ist das? Was soll ich damit? Ja, was wohl? Ausrichten nach Mekka. Was gibt dir da mal noch, Alter? Komm, wo sind die Geräte? Ich brauch Geräte hier. Ja, immer hier mit Geräten hier, ne? Hier, der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie, der Gerät ist immer voll der Chef im Geschäft. Heute mal ohne Gerät. Heute mal mit Eigenkörpergewicht. Hast du ja ein bisschen was von. Digga, du musst ganz kurz davor Nackenschellen von mir zu kassieren. Ich schwöre es dir. Also das ist wirklich gerade alles sehr, das ist so ein negativer Vibe in der Luft. Was du jetzt, glaube ich, brauchst, ist die innere Heilung. Man nennt das auch Yoga. Bruder, ich glaube, ich brauche einen Boxsack, Junge. Was ist denn los mit dir? Schau mal, was du brauchst. So eine Matte. Die reservierst du dir natürlich schön mit dem Handtuch. Und dann einfach mal einen herabschauenden Hund. Bruder, Alter, was für ein Hund, Alter? Hunde sind haram, was ist los mit dir? Dann schön in die Kobra atmen. Und den schlafenden Schwan. Am Nordkörm, Alter, bin ich hier im Zoo gelandet? Hund, Kobra, schlafender Schwan, Bruder. Du kommst in die Hölle, Bruder. In die Hölle, das Haram. Komm, wir machen Halali-Geschütze jetzt. Wer mehr schafft, komm. Wer mehr schafft, ja, ja, das finde ich ja gut. Aber nicht als einfach loslegen, Dennis. Hallo, das ist eine hochkomplexe Ganzkörperübung. Da muss man schon mal googeln, wie man die ausführt. Schulterbreite Handposition, direkt unter den Schultern. Füße in natürlicher Standbreite am Boden, Körper unter Spannung, Becken leicht nach vorne gekippt. 30, was hast du gesagt? Dennis, interessiert dich das überhaupt? Ja, Bruder, Alter, dein Allmann-Gelaber motiviert mich gerade übertrieben. Erzähl mal mehr, was gibt's da noch so alles? Ja, gut, also für mich ist es halt eine Frage der Philosophie, ja? Was willst du überhaupt mit dem Training erreichen? Willst du irgendwie schnell Muskeln aufbauen oder willst du was Gutes für deinen Körper tun, ja? Für mich ist das Motto da lieber Qualität statt Quantität. Wenn man so trainiert wie du, dann hast du mit 40 hier Salam Aleikum Hexenschuss. Dennis, du hörst mir gar nicht zu. Hallo, das sind getürkte Liegestützen. 86 Liegestütze auf einmal, das habe ich noch nie geschafft, ja? Komm, wir trinken einen Shake. Hier, ja, na, trink mal. Ist da Milch drin? Nein, nein, trink. Wird dir gut tun. Hab nicht eine leichte Laktoseintoleranz. Ui, der Brezel aber ordentlich. Hui. Boah, ich fühle mich richtig bumsfidel, als könnte ich Bäume ausreißen, Dennis. Was ist das für ein Zaubertrank? Bisschen Testo und Ephedrin. Was? Ja, Bruder, bisschen Testo und Ephedrin. Hast du mir Drogen gegeben? Bruder, das war jetzt das Warm-up und jetzt geht's richtig los. Mein lieber Schwan! Sag mal, wie heißt das eigentlich in deiner Sprache, wenn man so eine richtige Maschine ist? In meiner Sprache? Ja! Haiwan, Bruder, Haiwan! Haiwan, Heidewitzka! Abonniert Phil Laude oder macht sofort 100 Liegestützen. Aber keine getürkten.